Hallo, ihr wunderbaren Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop im August 2017. Und herzlichen Glückwunsch an die Geburtstagskinder, die diesen Monat Geburtstag haben. Mein Name ist Antonia Langsdorf, ich bin eure Astrologin und möchte euch durch die Konstellationen führen. Das wird ein sehr erfüllender Monat für alle Jungfraugeborenen, die spirituell orientiert sind. Liebesplanet Venus bringt eine schöne Energie in eure Freundschaften. Wie schon im Juli werdet ihr wahrscheinlich gefordert sein, euren Freunden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Falls ihr Fragen habt, dann macht doch bei der Verlosung mit, denn da könnt ihr eine Beratung bei mir gewinnen. Mehr dazu am Ende des Videos. Jetzt zum Erlebnishintergrund, zu den langfristig wirkenden Aspekten oder den besonders wichtigen Aspekten für diesen Monat. Und da haben wir weiterhin Romantikplaneten Neptun in eurem Partnerhaus stehen. Das ist ein sehr schöner Aspekt, der aber auch dazu führt, dass so mancher Jungfraugeborener die rosa Brille aufhat und aber auch offener dafür ist, sich zu verlieben. Und da habe ich ja jetzt auch schon sehr oft und ausführlich drüber gesprochen. Bitte schaut doch sonst auch noch mal im Jahreshoroskop. Da bin ich auf alle langfristigen Aspekte eingegangen und dieser Aspekt wirkt ja noch das ganze Jahr und auch noch das nächste Jahr auf euch. Diesen Monat spüren es besonders die Geburtstagskinder vom 4. bis 8. September. Es ist einfach sehr romantisch. Ihr lauft aber auch eben ein bisschen Gefahr, euch zu verlieben und dabei den Kopf zu verlieren. Und ihr seid ja sonst immer so vernünftig, ein bisschen kritisch, aber dann seid ihr auch eher bereit, sozusagen durch die rosa Brille zu schauen und blind an die Liebe zu glauben. Und für euch trifft auch zu dieses neue Halbquadrat, was ich in der kosmischen Schwingung besprochen habe, das Halbquadrat zwischen Neptun und Uranus. Da müsst ihr dann also jetzt auch besonders aufpassen, gerade auch wenn ihr im Internet datet, dass ihr eben, wenn ihr jemanden kennenlernt, da nicht verletzt werdet, weil jemand es sich nochmal anders überlegt, weil jemand eine geheime Agenda hat oder weil jemand sich ganz anders darstellt, als er wirklich ist. Und deswegen gilt auch für euch ganz besonders die 90-Tage-Regel, habe ich euch ja auch schon öfter gesagt, gerade unter diesem Einfluss von Neptun, vielleicht sogar noch ein bisschen länger als nur 90 Tage. Man muss sich Zeit lassen, jemanden, den man neu kennengelernt hat, erstmal näher kennenzulernen, wirklich erstmal zu schauen, was hat der für Motive, was ist das für ein Typ. Ruhig auch mal Fragen stellen und wirklich auch in Erfahrung bringen, was derjenige im Leben auch hat, zu bieten hat. Ob er einen Job hat, ein Auto, eine Wohnung, ne, solche Sachen. Weil Neptun-Typen stellen sich oft wirklich auch da als Künstler und als ganz besondere Typen. Die haben auch oft wirklich viel Charisma. Aber als praktische Jungfrau wollt ihr natürlich auch jemand, mit dem ihr im Leben was auf die Beine stellen könnt. Und Neptun-Menschen sind aber oft nicht so praktisch veranlagt. Also da müsst ihr jetzt also verstärkt drauf achten, vor allen Dingen auch verstärkt in den nächsten 3 Monaten, solange dieser Aspekt zu Uranus auch noch besteht. Genau, dann habt ihr Transformationsplanet Pluto auch in einem durchaus förderlichen Aspekt zur Jungfrau Sonne stehen. Der steht im Steinbock und bei euch im Haus der Lebensfreude, habe ich auch schon oft gesagt. Das heißt, viele Jungfraugeborene haben jetzt die Möglichkeit, durch tiefe Erlebnisse in der Sexualität, vielleicht auch durch die Überschreitung von Tabus, sich weiterzuentwickeln. Hier ist halt natürlich auch die Voraussetzung, dass ihr jemanden habt, dem ihr vertrauen könnt und wo beide genau wissen, was sie voneinander wollen. Es kann auch wirklich eine Affäre sein, mit der man mal so bestimmte neue Fetischvorlieben mal ausprobiert. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Entscheidend ist nur eben immer, dass beide Partner dran Spaß haben, dass ihr auch dran Spaß habt und dass ihr wirklich auch genau wisst, wo das hinführen soll. Ne? Dann kann das lebensverändert wirken und kann euch wirklich auch in eurer Entwicklung voranbringen. Und es kann wirklich auch eine Affäre sein, weil es ja auch das Haus der Affären und der Sexualität ist, zumindest vom Sonnenhaus her. Und diesen Aspekt spüren in diesem Monat besonders die Geborenen vom 8. bis 12. September. Und da müsstet ihr bitte noch beachten, dass wir in diesem Monat auch noch die Spannung hier zu Jupiter. Das Jupiter-Pluto-Quadrat ist ein Schuldenaspekt und weil der Jupiter, was ja eigentlich sehr gut ist, bei euch im zweiten Haus steht in der Waage, was gut ist fürs Geld, kann aber natürlich dieser Schuldenaspekt jetzt bei euch auch zuschlagen. Also deswegen auch ihr denkt bitte dran, ihr seid ja normalerweise vernünftig und sparsam, aber nicht, dass ihr vielleicht verliebt seid und dann aus lauter Überschwang viel zu viel Geld für irgendetwas ausgebt oder auch um jemanden zu beeindrucken. Was dann hinterher dazu führt, dass ihr Schulden habt
Oder wenn ihr in einer festen Partnerschaft seid, dass ihr halt auch darauf achtet, dass ihr alle Ausgabengeschichten gemeinsam besprecht und dass nicht euer Partner mit eurer Kreditkarte loszieht und sich was Schönes kauft. Also da solltet ihr dann wirklich auch an einem Strang ziehen. Und dieser Aspekt geht noch bis zum 20. August, dann löst er sich langsam auf. Das ist doch eine gute Nachricht. Genau, dann noch sehr wichtig für euch, das Quadrat zu Lilith. Und die geht jetzt diesen Monat, den ganzen Monat über in Konjunktion mit Saturn. Das sind also beide Kräfte, die auf euch einwirken. Das habe ich ja auch schon öfter besprochen. Dass Saturn sind schwerwiegende und anstrengende Verantwortungsthemen im Hinblick auf eure Familie, vielleicht auch in einer Beziehung, vielleicht auch, dass ihr mit einem älteren Partner zusammen seid, um den ihr euch kümmern sollt, solche Sachen. Ne? Habe ich auch alles im Jahreshoroskop ausführlich erklärt. Und eventuell auch, weil es eine Spannung ist, verbunden damit, dass ihr da was ändern müsst, vielleicht auch was zu Ende bringen müsst. Jetzt ist aber noch die Lilith dabei, die eventuell auch noch Schwierigkeiten mit weiblichen Familienmitgliedern anzeigen kann. Also da müsst ihr mal gucken, wie das sich jetzt für euch äußert. Lilith und Saturn zusammen, aber Lilith und Saturn zusammen ist auch eine starke Kraft von Kreativität und Manifestation. Je nachdem, was ihr auch sonst für Konstellationen im Horoskop habt, könnte das ja auch ganz günstig für euch stehen. Das müsstet ihr vielleicht mal rauskriegen. Wenn es Schwierigkeiten gibt, dann haben die auch vielleicht was damit zu tun, dass in euch selber etwas Kompromissloses, eine kompromisslose Kreativkraft einfach mal raus will und ihr vielleicht keine Zeit habt, weil ihr euch ständig um andere Leute kümmern müsst. Dann wäre das vielleicht auch mal ein Thema, wo ihr mal schauen solltet, wo ihr da mehr Freiraum für euch selber kreieren könnt. Und diesen Aspekt spüren besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 8. und dem, die zwischen dem 9. und dem 17. September Geburtstag haben. Ja, und dann ist natürlich für euch noch sehr wichtig, der Merkur wird im August rückläufig in eurem Zeichen, also mitten in der Jungfrau am 13. August und wird dann rückläufig bis zum 5. September. Und das müsst ihr natürlich beachten. Viele von euch wissen das ja auch schon, Missverständnisse drohen, Entscheidungen können nicht getroffen werden, weil noch Informationen fehlen. Dinge ändern sich, ein Plan, den man gemacht hat, muss man wieder umschmeißen. Also in diesen 3 Wochen ein bisschen vorsichtig sein und eben auch möglichst keine wichtigen Verträge unterzeichnen. Das ist ja schon das Einmaleins der Astrologie mittlerweile. Und das betrifft vor allem die Geburtstagskinder der ersten Dekade, weil er wird zwar in der zweiten Dekade rückläufig, läuft dann aber wieder bis ganz zurück durch die erste Dekade bis zum Ende des Monats. Und damit kommen wir zu den aktuellen Konstellationen für euch im August. Ihr startet mit der Sonne im Löwen im 12. Haus der Spiritualität. Für manche Jungfrauen fühlt sich das so an, dass sie ein bisschen müde sind, dass sie öfter mal Rückzug brauchen, dass sie mehr Schlaf brauchen. Wenn ihr das merkt, dann solltet ihr das auch versuchen hinzubekommen, dass ihr euch da öfter mal zurückziehen könnt. Für euch steht ja auch der nördliche Mondknoten jetzt für eine längere Zeit da im 12. Haus. Deswegen habe ich auch schon gesagt, das ist für spirituelle Jungfrauen eine ganz tolle Zeitqualität. Und es geht eben auch darum, dass ihr euren Freiraum euch sucht, den ihr erreicht, indem ihr euch eben auch mal in die Stille zurückzieht. Das ist ein wichtiges Thema für Jungfrauen, die ja immer sehr busy sind, sehr emsig und vor allen Dingen sich eben auch gerne von allen immer für irgendwas einspannen lassen. Und dann geht es jetzt eben auch mal darum, das ist zwar auch der Bereich der selbstlosen Hilfe, aber es ist, glaube ich, für euch, weil es eben auch der Löwe ist und da geht es eben um einen selbst. Für euch geht es echt darum, zu gucken, dass die Umwelt halt auch respektiert, dass ihr mal Zeit für euch braucht. Und dieses Thema ist jetzt auch aktuell mit der Sonne angesprochen. Und der Merkur, euer Herrscherplanet, steht eben in der Jungfrau im eigenen Zeichen und steht noch in der ersten Dekade zu Beginn des Monats. Dann die Venus, die steht im Krebs und macht eben einen schönen Aspekt in der ersten Dekade auch aus eurem Haus der Freundschaft zu eurer Sonne. Das ist sicherlich sehr angenehm und ist überhaupt auch ein schöner Aspekt, um Beziehungen zu pflegen. Und der Mars, der steht auch für euch in 12, hier in der Nähe von der Sonne, steht noch in der ersten Dekade. Und da kann es eben auch sein, dass euch das so ein bisschen schwächt, weil Mars ist ja so der Planet, der einem Schwung gibt, wenn er sich zurückzieht. Dann ist das einfach auch ein Hinweis darauf, dass ihr euch auch mal zurückziehen solltet und eben mal Pause machen solltet. Genau. So. Dann 3. August
wird Uranus rückläufig, da komme ich gleich nochmal zu, bei dem Uranus-Venus-Quadrat. Dann das Schuldenthema haben wir ja auch schon eingangs des Videos besprochen, ne, dass ihr da ein bisschen aufpasst. Dann haben wir am 7. August den Vollmond um 20.20 Uhr, der als partielle Mondfinsternis erscheint. Und zwar für euch auf der Heilerachse hier, 6. Haus, 12. Haus. Und da geht es also in Auseinandersetzungen, und die werden sehr emotional geführt mit dieser Mondfinsternis. Da geht es vielleicht um euren Rückzug, um Spiritualität, um Heilungsthemen und vielleicht auch um Alltagsthemen. Also es kann eben sein, dass genau darum, was ich vorhin gesagt habe, wie viel Freiraum ihr bekommt, ob ihr euch auch mal zurückziehen könnt, ob ihr euren spirituellen Interessen nachgehen könnt, dass es darum Diskussionen gibt. Und das kann ja auch gut sein für die Jungfrauen in fester Beziehung oder mit Familienverantwortung, dass die sich da eben auch mal mit auseinandersetzen müssen. Bloß wie gesagt, um den Vollmond rum wird es halt eventuell sehr emotional, und dann sollte man vielleicht doch lieber aufpassen, dass man solche Gespräche lieber dann führt, wenn es ein bisschen sachlicher ist und man sich da besser verständigen kann. Also den Vollmond dann lieber nochmal abwarten. Gleich danach habt ihr nämlich eigentlich einen Top-Tag am 9. Da, und auch am Donnerstag, den 10. Vielleicht sollte man Gespräche lieber auf diese Zeit verlegen. Diese Tage sind jetzt wunderschön für romantische Flirts, für Freundschaften oder fantasievolle Begegnungen oder auch Kulturerlebnisse mit eurem Schatz. Das wird da alles sehr begünstigt, denn die Venus bildet ja dann einen Aspekt erst zum Mond und dann zum Neptun, der ja bei euch im Partnerhaus steht, und gleichzeitig eben zu eurem Herrscherplaneten Merkur, was natürlich Gespräche und Verbindungen und liebevolle Gespräche auch sehr schön fördert. Und wir haben ja auch die super heiße Flirtphase vom 9. bis zum 12. August, eben mit diesem wunderbaren Trigon hier in euer Partnerhaus rein. Und am 9. geht die Venus dann mit ihrem guten Aspekt zu euch in die zweite Dekade hinein. Genau. Am 13. wird dann aber leider der Merkur rückläufig, und das ist dann natürlich für euch wieder ein Problem, weil der Merkur euer Herrscherplanet ist und das Ganze auch noch in der Jungfrau passiert. Habe ich ja schon eingangs lange drüber gesprochen, ne? Müsst ihr also einfach darauf achten, dass ihr damit möglichst konstruktiv umgeht mit dieser Konstellation. Und die Rückläufigkeit geht bis zum 5. September. Da kann es übrigens auch zu Missverständnissen und Timingsproblemen jetzt bei frisch angebahnten Flirts kommen, ne? Weil das ja eben bei euch im Partnerhaus und mit Romantikplanet Neptun passiert. Also nicht, dass ihr ein Date verpasst. Genau. So, und dann am 13. beginnt auch die Herzensbrecherphase. Die geht so etwa bis zum 18. Denn da haben wir ja dann diese problematischen Aspekte mit Venus, hier Venus, Pluto. Und dann bildet die ja hier so ein großes Quadrat auch zu Jupiter. Und das ist halt Liebesübertreibung mit der Gefahr, dass man das Herz gebrochen bekommt. Für euch betrifft das vor allen Dingen auch Freundschaften. Ja? Also entweder ihr seid selber betroffen, weil es vielleicht eben in einer eurer Freundschaften passiert, oder ihr müsst euren Freunden helfend zur Seite stehen und helfend eingreifen, weil ja euer Zeichen zu diesem Spannungsaspekt wiederum entspannend wirkt. Na, das ist jetzt schwer zu verstehen, aber ist egal. Hauptsache ihr wisst, Krebs und Steinbock sind zwei Zeichen, die eigentlich gut zur Jungfrau Sonne stehen. Und wenn die beiden hier miteinander eine Spannung haben, dann seid ihr eventuell da, um zu helfen. Ne? Wobei ihr da natürlich auch wieder aufpassen müsst vor den Missverständnissen. Denn es kann ja auch passieren, wenn man dann als guter Freund helfen will, dass dann plötzlich die beiden Streithähne sich gegen einen kehren. Nicht, dass sowas passiert. Glaube ich aber nicht, weil, wie gesagt, eure Sonne steht recht harmonisch zu diesem Aspekt. Genau. Und am 18. beginnt dann die Venus, also die ja in einem günstigen Aspekt steht, diesen in der dritten Dekade, für die dritte Dekade Jungfrau. Dann haben wir ja am Samstag ab 20 Uhr und Sonntag das Partywochenende mit den ganzen Planeten im Löwen. Jetzt spielt sich das ja bei euch im 12. Sonnenhaus ab. Also klar, wenn ihr jetzt zum Beispiel Aszendent Löwe seid, dann habt ihr eventuell die Planeten alle in 1. Das kommt jetzt auf euer individuelles Horoskop an. Aber für die Jungfrau-Energie als solche kann das eben bedeuten, dass ihr vielleicht eine spirituelle Zusammenkunft habt.
Vielleicht ist da ja auch wieder sowas, ne, was so im Internet rumgeht, ne, so eine gemeinsame Meditation oder sowas. Sowas könnte ich mir da vorstellen. Das könnte eure Art Party sein. Aber vielleicht habt ihr auch Bekannte aus dem Zeichen Löwe und werdet eingeladen und dann solltet ihr da auch hingehen, weil das bestimmt viel Spaß machen wird. Genau, und dann am 21. ist dann eben der Neumond mit der Sonnenfinsternis, 20.25 Uhr genau, und das Ganze im Zeichen Löwe und auch bei euch im 12. Haus. Ne? Und da ist dann eben jetzt da, diese neuen Impulse, die da gesetzt werden, betreffen eure Spiritualität wieder. Ne? Ist wieder das Thema, vielleicht Impulse, die ihr sogar aus der geistigen Welt empfangt, je nachdem, wenn ihr spirituell arbeitet. Solche Sachen könnten das sein, ne? Oder vielleicht auch, dass ihr jemanden kennenlernt, wenn ihr spirituell arbeitet und da mit anderen Menschen zusammenkommt. Oder eben einfach auch, dass eure Kreativität sich darauf richtet, wie ihr für euch selber mehr Rückzug bekommen könnt, vielleicht öfter mal Zeit habt zu meditieren. Das wäre so eine Idee mit diesem Neumond, wo ihr drüber nachdenken solltet. Ne? Das ist dann für euch die Sonnenfinsternis. Und diese Ideen solltet ihr dann auch ruhig anfangen umzusetzen. Ne? Sei es, dass ihr euch vielleicht einen Hausaltar einrichtet und wirklich das Meditieren anfängt oder dass ihr andere spirituelle Ideen umsetzt. Und wenn ihr nicht spirituell orientiert seid, dann kommt es eben wirklich dazu, dass es darum geht, dass ihr Freiraum für euren eigenen Rückzug findet und wie ihr das anstellen könnt. Und die ersten Ergebnisse, die zeigen sich dann vielleicht schon zum Vollmond am 6. September. Und dann wird ja auch der Merkur wieder direktläufig. Dann geht es auf jeden Fall wieder nach vorne für euch. Dann habt ihr noch einen Top-Tag am Dienstag. Das ist sehr schön, da geht der Mond hier in Verbindung mit dem Merkur. Das heißt, dann gibt es vielleicht auf der intellektuellen Ebene Missverständnisse, aber das kann man durch ein Gefühl wieder auffangen. Man ist dann ganz intuitiv und versteht ohne viele Worte, worum es geht. Und außerdem haben wir dann die Venus hier in einer tollen Verbindung zu Heilerplanet Chiron. Das heißt, eine Heilung ist möglich, auch einer Liebesangelegenheit. Und außerdem gibt es auch viele Astrologen, die sagen, Chiron gehört zur Jungfrau. Es kann also wirklich auch für euch nochmal ein interessanter Impuls sein, was eine Heilung angeht, die für euch jetzt mal ansteht. Ja, und dann geht ja am 23. August die Sonne ins Zeichen Jungfrau. Das ist natürlich toll, da kommt wieder frische Energie zu euch rein. Das werdet ihr bestimmt auch dann als sehr angenehm empfinden. Und das ist dann eben auch wieder ein Vitalitätsschub für euch. Am 24. und 25. haben wir nochmal einen problematischen Aspekt mit Venus. Also da keine Liebesfehler machen, ist da die Devise. Ne? Und es kann eben auch wieder sein, dass es andere sind, die Fehler machen und dass ihr denen helfen müsst. Oder es kann auch Jungfrauen in fester Beziehung betreffen. Und das gilt vor allen Dingen für die Geborenen der dritten Dekade. Ne? Genau. Dann haben wir starke Manifestationskräfte liegen in der Luft, weil der Saturn wieder direktläufig wird und das Ganze bei euch im 4. Haus. Also vielleicht auch da, wenn ihr da kreativ seid oder wenn sich da was für euch verändert in eurer Situation, vielleicht könnt ihr dann eben was manifestieren, was für euch dann wichtig ist oder was für euch eine neue Basis bildet, ne, wenn ihr vielleicht in der Familie einen Durchbruch da erreicht. Dann gibt es am 27. nochmal einen Top-Tag für euch. Da haben wir nämlich nochmal eine schöne Konstellation hier mit dem Mond, der sich mit dem Neptun verbindet. Also das ist hier fantasievolle Gespräche in Begegnungen, ja, Liebesgeflüster und solche Sachen. Das ist halt auch sehr schön dann an diesem Tag. Es ist Sonntag, der 27. Am 31. August läuft euer Planet nochmal zurück in den Löwen, der Merkur, und damit nochmal in euer 12. Haus. Da kann es nochmal ein bisschen nebulös werden, aber vielleicht könnt ihr dann auch Gespräche mit Wesen aus der geistigen Welt führen, je nachdem, wie da eure spirituelle Ausrichtung ist. Ja, ihr lieben Jungfrauen, soweit also die Konstellationen im August. Falls ihr Beratungsbedarf habt, meldet euch bei mir auf meiner Homepage. Da könnt ihr direkt eine Beratung buchen oder ihr macht mit bei meinem Webinar Antonias Sterne. Da habe ich noch meinen Termin am 28. Juli, bevor ich dann in eine späte Sommerpause gehe. Und wenn ihr an meiner Verlosung teilnehmen könnt, wäre das sicherlich auch sehr hilfreich, denn da könnt ihr eine Kurzberatung bei mir gewinnen. 15 Minuten.
Und das wird dann in der nächsten kosmischen Schwingung bekannt gegeben, wer es geworden ist. Und um da mitzumachen, müsst ihr mir nur einen netten Kommentar posten, also irgendwas Inhaltliches, wie euch die Videos gefallen, wie ihr damit zurechtkommt und so weiter. Und meinen Kanal abonnieren. Zum Schluss noch ein Tipp, falls euch das mit dem Mondknoten im Löwen noch weiter interessiert, für euch im 12. Haus und was das für Entwicklungen sind, darauf bin ich ausführlich in meinem Video eingegangen. Folge deinem Herzen. Jetzt wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.